Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über die besten und vielleicht auch schlechtesten Social-Media-Plattformen sprechen. Ganz am Ende von dem Video erfährst du, was die besten Plattformen sind, die es gibt. Bleib da also auf jeden Fall dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe wieder den Nico mitgebracht. Ich bin der Saad und wir wollen heute so ein bisschen über ein paar Social-Media-Plattformen sprechen, in Bezug natürlich auf dich als Handwerker. Ich fange mal an mit denen, wo wir jetzt bis jetzt, ich sag bewusst bis jetzt nicht die positivsten Erfahrungen gesammelt haben, die wir jetzt auch noch nicht all unseren Partnern sofort empfehlen. Dass das mal was werden kann, das halte ich noch in Klammern. Deswegen, ich will es nicht komplett ausschließen, aber ja, Pinterest, bestimmt schon mal gehört, ist eine Plattform, wo vor allem Bilder hochgeladen werden. Also man geht auf die Seite selber und sieht, jetzt nicht irgendwelche Texte oder so, sondern es sind wirklich Bild an Bild an Bild gekoppelt. Und du kannst dann halt oben suchen, was suchst du, zum Beispiel eine schöne Küche und dann kommen ganz viele Küchen. Und in der Wirklichkeit ist es dann so, wenn du jetzt als Handwerksunternehmen auf Pinterest werben möchtest oder halt auch eine Seite hast, also sagen wir mal einfach nur, wo die dich besuchen können, dann würde ich als größten Nachteil sehen, dass du schnell untergehen kannst. Also du bist nicht alleine auf der Seite sichtbar. Also Pinterest wird vor allem heutzutage noch auf dem Desktop genutzt. Also die Mehrzahl der User ist immer noch auf dem Desktop, weil das halt ein bisschen größer ist und man kann mehr sehen. Und hier hast du halt sehr, sehr viel Konkurrenz. Sprich, klar, du kannst deine Anzeige und deinen Beitrag da zwischen, sagen wir mal, 20 Stück haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du da untergehst, ist sehr, sehr hoch. Sprich, du kannst einfach Geld verbraten, um ehrlich zu sein. So, das heißt, wie könnte man es trotzdem vorteilhaft nutzen? Ich würde sagen, wenn du auf allen Plattformen vertreten sein willst und sagst, okay, ich nehme jetzt noch ein bisschen Marge, damit ich auch dort vertreten sein will, dann ist es meiner Meinung nach absolut in Ordnung, dort Werbung zu schalten. Aber ich würde jetzt nicht als mein Steckenpferd, sozusagen als meine primäre Werbeplattform auf Pinterest als Handwerker setzen, damit wirst du nicht erfolgreich und es wird halt auch sehr, sehr schwer, darüber Aufträge zu gewinnen. Als nächstes, LinkedIn ist, glaube ich, jedermann ein Begriff. LinkedIn ist ja vor allem Unternehmen kennenlernen, aber auch Leute in einem Unternehmen kennenzulernen, Leute anzuschreiben, die vielleicht gewisse Jobs, ausführen. Ist ein bisschen ähnlich wie Pinterest. Zwar nicht, dass du so viel Vergleich auf den ersten Blick hast, aber generell sind sehr, sehr viele Unternehmen da. Das heißt, dadurch, dass gefühlt jeder gleichzeitig Werbung für sein Unternehmen macht, kann es halt auch sein, dass du da ein bisschen untergehst. Aber primär noch, um den Bezug aufs Handwerk zu ziehen, der generelle Handwerker, der ist nicht auf LinkedIn. Und das ist genau eigentlich der größte Nachteil. Also es werden auch generell, ich beziehe mich mal erstmal auf die Neukundengewinnung, also es wird, wenn jemand eine neue Küche haben möchte oder ein neues Terrassendach, dann wird er nicht auf LinkedIn gehen und gucken, welche Unternehmen da sind. Ja, also das ist der Weg zu anderen Plattformen, ist deutlich normaler und schneller, da überhaupt etwas zu finden, weil du ja auch auf LinkedIn schwer einen Suchbegriff suchen kannst. Also es ist nicht möglich oder es ist möglich, aber nicht effektiv, da einfach Küche zu suchen. Da bist du bei Google viel besser aufgehoben, zum Beispiel. Und generell, wenn man sich den Markt so anschaut auf LinkedIn, sind sehr viele Unternehmen im Online-Marketing, in Business-Branchen, Finanzbranchen, alles Mögliche. Da sind viele vertreten, aber Handwerksunternehmen, also ich kenne ein paar Handwerker oder Geschäftsführer, die da wirklich ein Profil haben, aber es wird dir nicht helfen, neue Aufträge zu gewinnen. Und neue Mitarbeiter ist nicht der normale Weg. Ja, also da sind auch wieder, wir suchen ja eine Plattform, wo sich meine Zielgruppe, also entweder dem ich was verkaufe oder womit ich Mitarbeiter gewinne, wo sie sich aufhält. Und da ist jetzt als Handwerker, als zum Beispiel Anlagenmechaniker, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er sich regelmäßig auf LinkedIn aufhält. Also das sind Statistiken, die wir auch zeigen können, aber das Gefühl und die Erfahrung der letzten 4-5 Jahre zeigt halt einfach, dass man dort sehr, sehr teuer sucht und meistens auch erfolglos. Und deswegen empfehlen wir da lieber andere Plattformen, zu denen mein Kollege gleich nochmal kommt. Als letztes will ich ein Mittelding noch präsentieren, weil hat bis jetzt Vor- und Nachteile. Wir arbeiten jetzt seit knapp ein Jahr auch mit TikTok.
Und hier auch wieder, wenn man sichtbar sein will auf verschiedenen Plattformen, dann macht TikTok auf jeden Fall Sinn. Das heißt, wenn jemand dich wirklich suchen sollte, weil TikTok, was viele vergessen, wird heutzutage auch als Google benutzt. Also sprich, TikTok hat eine sehr, sehr gute Funktion, wenn du gewisse Begriffe eingibst, dass tatsächlich auch diese Begriffe, die irgendwo in einem Kontext stehen, gezeigt werden, abgesehen von deiner Seite. Das machen sie tatsächlich sogar besser als Facebook und Instagram, dass du da halt themenrelevante Sachen schneller findest und dir da Sachen angezeigt werden, wo dieses Thema relevant ist. Aber generell, um zu den Nachteilen zu kommen, ist TikTok noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, der Algorithmus ist noch nicht darauf trainiert, dass Leute diese Plattform verlassen. Sprich, idealerweise wollen wir ja jemanden, der über deine TikTok-Anzeige oder über deine TikTok-Seite sich einträgt und bei dir Kunde wird oder halt ein Bewerber. Ich sehe das immer auf beide Sicht, ist halt beides Kunden-Mitarbeitergewinnung sehr wichtig. Und da ist der Algorithmus von TikTok einfach noch nicht so stark darauf gesetzt, dass Leute die Seite verlassen. Also TikTok tut viel, dass der User, also der Nutzer der Plattform, so lange wie möglich auf TikTok bleibt. Das ist bei den anderen Plattformen, nehmen wir jetzt mal Instagram als Beispiel, da ist der Algorithmus klar darauf trainiert, dass jemand etwas kauft oder zumindest interagiert mit einer Anzeige. Und da ist TikTok noch nicht so weit. Die gehen zwar die Richtung, haben selber gemerkt irgendwie, nur die waren jetzt auch nicht komplett nur auf Umsatz. Umsatz für ein Unternehmen heißt natürlich Werbung schalten. Und das ist so gerade der langsame Weg. Also wer gerade auf TikTok sehr, sehr viel Werbung macht, das sind so die wirklich big, big Player. Mal abgesehen vom Handwerk, Coca-Cola und so weiter, die müssen da vertreten sein. Die sind überall vertreten. Aber da kannst du meiner Meinung nach aktuell, ja, wenn dann zu teuer, Mitarbeiter finden. Ja, und zu den positiven Plattformen kommt jetzt der Nico. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Überleitung und für die Einsichten in die weiteren Social-Media-Kanäle. Ich meine, du hast natürlich auf dem Kanal schon öfter mitbekommen, was wir für Werbung empfehlen. Und deswegen ist jetzt auch keine Überraschung, dass wir als, ich sage jetzt mal, beste Social-Media-Plattform Facebook und Instagram empfehlen. Ich fasse das jetzt mal zusammen, weil es beides zu dem der übergeordneten Konzern Meta gehört. Aber ich will natürlich mal ein bisschen darauf eingehen, warum ist das überhaupt so? Warum sind das unserer Meinung nach die besten Kanäle? Warum sollte man dort beginnen mit Werbung? Auf der einen Seite kann man natürlich jetzt ganz transparent sagen, wir haben da einfach die besten Erfahrungen gemacht. Also wir haben da als Agentur mit über 600 bis 700 Kunden ungefähr, eigentlich ganz, ganz gute, also aktiven Kunden derzeit, ganz gute Referenzwerte, weil wir uns natürlich angucken können, okay, wir schalten die gleiche Werbung mit dem gleichen Stil, mit den gleichen Landeseiten auf vier verschiedenen Plattformen. Wo kommt denn das Beste zurück? So, das kann man, ich sag mal, innerhalb von ein paar Tagen rausfinden, relativ einfach. Also das ist schon mal ein Argument. Das zweite Argument ist erstmal rein technischer Natur, und zwar ist es ja auch klar, die einfache Nutzeranzahl auf diesen Plattformen, also ob ich mir jetzt Instagram oder Facebook nehme, auch wenn es öfter noch heißt, Facebook ist jetzt auf dem absteigenden Ast, gibt es keine Zahlen zu, aber es gibt ja so eine vorherrschende Meinung, dass das manchmal so wäre. Also wie gesagt, können wir nicht bestätigen, beziehungsweise lässt sich so in den Zahlen nicht sehen. Aber auf jeden Fall möchte ich darauf hinaus, dass ja Facebook sowie auch Instagram wirklich abstrakt viel mehr Nutzer hat als von mir aus Pinterest oder LinkedIn. Das ist ja, glaube ich, auch erstmal nachvollziehbar. Die Plattformen sind größer, die gibt es schon länger. Und der Vorteil für dich als Werbetreibender ist einfach aus rein technischer Natur, das Unternehmen hat viel, viel mehr Referenzerfahrung quasi. Also um es vielleicht jetzt im Bereich Agenturen sich mal anzuschauen, wenn ich eine Agentur habe wie die A&M mit 700 Kunden, dann kann diese Agentur natürlich viel, viel mehr Erfahrung aufnehmen als jetzt ein Unternehmen mit 10 oder 20 Kunden. Das heißt, hier sind viel, viel mehr Learnings drin. Der Algorithmus ist deutlich besser darauf trainiert, was er machen soll. Nämlich, wie der Kollege schon sagte, anders als bei TikTok, kann der Algorithmus bei Facebook und Instagram die Leute besser sozusagen dazu bringen, das Ziel zu erfüllen. Also wir sprechen ja immer von Conversions. Conversions ist quasi einfach nur das, dass ein Nutzer zu einem Lead wird quasi, dass er quasi ja zu dem anderen Status übergeht. Und darauf sind Facebook und Instagram quasi trainiert, weil es einfach deren Hauptgeschäftsmodell ist. Die verdienen damit am meisten Geld, haben die meisten Nutzer weltweit. Und es ist einfach das Ziel von der Plattform, genau das bei den Leuten eben zu erreichen. Also einfach nur anhand von Erfahrung und ja, Nutzungsgröße sind das schon mal die interessantesten Netzwerke. Dann noch ein weiterer Schritt, und zwar oder ein weiterer Punkt, jetzt vor allem bezogen auf das Thema Instagram für dich als Handwerksbetrieb. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Handwerk natürlich ganz, ganz viel über Bilder transportiert wird. Also wenn du jetzt Wintergärten verkaufst, du verkaufst Küchen, neue Bäder, eigentlich völlig egal, das sind alles Sachen, die wunderbar transportiert werden über Bilder. Ist jetzt nicht wie eine Finanzdienstleistung, wo ich mir nichts darunter vorstellen kann, außer irgendwie eine Formel oder sowas, sondern ich habe Bilder, ich habe Emotionen, die ich irgendwie wecken möchte. Ich habe ein Terrassendach,
draußen ist irgendwie Frühlingsanfang, die erste Sonne kommt raus und ich habe mein Terrassendach, sitze im Schatten, damit es mir nicht zu warm wird. Das sind alles Sachen, die kann ich hervorragend über Bilder und Videos transportieren. Facebook und Instagram, also Facebook vielleicht noch ein bisschen weniger, aber Instagram ja deutlich, sind sehr, sehr stark bildgetrieben. Das heißt, hier habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach einen perfekten Einblick darin zu geben, was ich mache. Ich kann Emotionen letzten Endes übertragen durch Bilder und Videos, die ich schalte. Und das ist einfach der Hauptaspekt bei der Werbung auf diesen beiden Kanälen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir dort die besten Erfahrungen gemacht haben, weil einfach diese Systeme so weiterentwickelt sind. Und ja, weil einfach diese Einstiegsbarriere auch dort vielleicht nicht so groß ist. Also klar, Werbung schalten in den Netzwerken ist jetzt nie einfach, würde ich nie im Laien an die Hand geben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an LinkedIn denke oder vielleicht auch TikTok, ist es da halt nochmal deutlich schwerer, Werbung zu machen. Deswegen hast du dort auf Facebook und Instagram einfach, ja, wie gesagt, nochmal die größten Referenzwerte, die sich da austauschen und demnach auch die Möglichkeit, die bessere Werbung zu schalten. Das gleiche fürs Thema Mitarbeitergewinnung. Beim Thema Mitarbeitergewinnung geht es ja vor allem darum, auch mal einen Einblick in das Unternehmen zu geben, transparent zu sein und den Leuten eben klarzumachen, pass auf, wie ist es, wenn du hier bei mir arbeitest? Und das kann ich natürlich auch wunderbar über Videos und Bilder transportieren. So, und da habe ich eben, wie gesagt, vor allem bei Instagram die Möglichkeit, hier auf so einem kleinen Smartphone mit einem Blick, irgendeiner fremden Person einen kompletten Einblick in mein Unternehmen zu geben und das, was dort eben abgeht. Und deswegen ist es eben aus unserer Erfahrung so, wenn wir jetzt nur über Social Media sprechen, also jetzt nicht über Suchnetzwerke, sondern einfach nur rein, was soziale Medien angeht, Facebook und Instagram sind da einfach wirklich noch, ja, muss wirklich sagen, on the top. Also es gibt so ein paar Sachen, die spannend werden können, also zum Beispiel TikTok. Aber das meiste ist wirklich einfach anhand der geringen Nutzerzahlen. Ich will nicht sagen zu vernachlässigen, aber das sind so Sachen, LinkedIn, von mir ist auch Pinterest, die kannst du irgendwann mal in dein Marketingmix mit aufnehmen, wenn der Rest gut funktioniert. Facebook und Instagram sind aber wirklich die Standbeine, wenn es darum geht, Werbung in den sozialen Medien zu machen. So, und deswegen sollte man sich darauf auch fokussieren. Eine wichtige Sache, die ich hier noch mitgeben möchte, weil wir sprechen jetzt ja bei sozialen Medien über Sachen, die wahrscheinlich jedes Jahr neu dazukommen. So, es gibt ja noch Twitter. Twitter ist eine Sache, die gibt es auch in Deutschland natürlich, aber die ist eher in Amerika vertreten. Es gibt jetzt sozusagen ein Pendant dazu von Facebook, was relativ neu ist, nennt sich Threads. Ist das gleiche System, halt nur ja ein bisschen abgewandelt vom Meta eben angeboten und auch ein bisschen mehr, würde ich sagen, auf den deutschen Markt angepasst. Ist noch unklar, wie gut oder nicht gut da Werbung sein wird, aber es wird höchstwahrscheinlich eine Möglichkeit geben, dort auch Werbung zu machen. Was ich dir nur mitgeben möchte, ist ein kleines Mindset quasi. Man spricht jetzt im Amerikanischen immer von so shiny objects, also man würde übersetzen mit glänzenden Objekten. Damit ist eigentlich nur gemeint, dass man gerade jetzt bei so einem Thema wie Social Media häufig Gefahr läuft, von der einen Sache zur nächsten zu springen. Das heißt, du machst irgendwie Facebook, von mir aus schaltest da ein paar Kampagnen, dann hast du vielleicht mal eine Woche irgendwie eine schlechte Performance gehabt und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, musst du LinkedIn Werbung machen, funktioniert viel besser. Und schon springst du quasi auf das nächste Pferd, hast da vielleicht die gleichen Erfahrungen, dann kommt jemand, ja, ist ja auch völlig Quatsch, du musst TikTok Werbung machen. Also was wir relativ häufig sehen, wenn jetzt Partner zum Beispiel Werbung machen, bevor sie zu uns kommen, dass das immer so ein bisschen ein Karussell ist, weil, ja, man sagt ja immer, keine Ahnung, auf der anderen Seite ist es dann irgendwie doch immer besser oder die andere Plattform funktioniert deswegen dann doch besser. Vertrau einfach drauf. Wir machen zu, ich würde sagen, 90-95% mit allen Kampagnen, die wir starten, Facebook und Instagram Werbung, was sehr gut funktioniert. Damit solltest du starten, wenn das gut läuft. Und wenn du das, ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad skaliert hast, dann kannst du gerne schauen, vielleicht nochmal 5 oder 10% von deinem Budget woanders auszugeben. Aber das können wir dir so auf jeden Fall komplett blind empfehlen. Und wenn es nicht mehr so ist, dann machen wir ein neues Video dazu, würde ich sagen. Gut, das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Man kann natürlich das Thema Social Media komplett ausschlachten. Auch hier haben wir schon ein paar Videos dazu gemacht. Wie gesagt, möchte ich nochmal betonen, es gibt natürlich auch Suchnetzwerke, da kann man ebenfalls erfolgreich Werbung machen. Aber man muss hier auch einfach fairerweise auf das vertrauen, was einfach schon funktioniert, was sich seit Jahren bewährt hat und kann damit auch ruhigen Gewissens weitermachen, solange es eben funktioniert. Das Schöne im Online-Marketing ist ja, dass sich meine Strategie ja wahrscheinlich binnen weniger Tage ändern kann, wenn das notwendig ist. Und ja, dementsprechend gucken wir hier ganz genau drauf, was am besten funktioniert. Und unsere Kunden erfahren es als erstes, wenn es irgendwo anders noch eine Möglichkeit gibt, erfolgreich Werbung im Internet zu machen. Gut. Damit wünsche ich dir erstmal noch viel Spaß bei den weiteren Videos. Wenn du das hier siehst, dann natürlich auch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns hier auf dem Kanal später wieder. Bis dann.